Auf der westlichen Seite habe ich das Gefühl, dass man mit der Strategie der Konfrontation, der NATO-Erweiterung an eine Grenze gestoßen ist, wo es nicht mehr weitergeht. Nein, es muss. Und das ist fatal. Und die Medien- und Propagandablase, in der immer größere Massen sozusagen eingefangen werden, die muss einfach erstmal durchstochen werden. Und das geht nur mit einer wahrscheinlich katastrophalen militärischen Niederlage. Nur die militärische Performance der russischen Streitkräfte angucke, sagen wir mal gelinde gesagt, doch verbesserungsfähig. Also wenn die so in diesem Tempo weiter erobern und vormarschieren, wie sie das jetzt seit 2 Jahren in der Ukraine nicht geschafft haben, dann brauchen sie wahrscheinlich 150 Jahre bis zum Atlantik und ich bezweifle, dass sie da jemals hinwollen.